So, wir sind da jetzt bei Castle Crisis, beim Archdämon. Und zwar habe ich nicht gelesen und habe auch nicht darauf aufgepasst, was er hat. Und zwar, der hat so kleine Monster-Bomben. Das sieht so ähnlich aus. Und jedes Mal, wenn er prockt, vermehren die sich. Und deshalb habe ich eigentlich nicht wirklich so toll geschafft, aber ich glaube, ich muss meine Dings ändern, oder habe ich schon alles geändert? Nein, habe ich nicht. Weg damit. Und zwar kriegen alle Verlangsamung drauf. So. Jetzt habe ich wirklich nicht aufgepasst, ob alle was haben. Irgendwo, irgendeiner hat sicher an zu viel. Okay, ich suche jetzt mal die Runen raus. Dann geht's los. So, jetzt habe ich mal die ganzen Runen getauscht und natürlich versuche ich das halt auf Slowdown. Als allererstes probiere ich es mit dem Tanken. Okay. Na, gar nicht. Geht nicht, weil ich brauche einen Healer. Wo ist er denn? Ist der Druide, da ist der Druide. So. Und wer wird tanken? Der fette Schneemann wird tanken. So. Und ich hoffe, dass ich zum Stacken komme. So. Okay. Bin nicht zum Stacken gekommen. Wieso nicht? Hat mein... Ah, der hat eh den Vierer drauf. Okay. Dann versuchen wir es noch einmal, aber wir tauschen den jetzt definitiv gegen den Tank aus. Und wer geht? Der geht. Hat zwar 5-5 Slowdown drauf, aber ist irgendwie zu langsam. Es funktioniert nicht. Schauen wir mal, ob ich jetzt irgendwie hochkomme da zum Stacken, wenn es sich ausgeht. Komm. Komm. Komm mit dem Heal nicht nach. Schau dir diese Scheiße an. Ja, jetzt ist er sehr, sehr langsam. Aber ein Hauch hat gefehlt. Scheiße. Und das größte Problem ist, der ist heute am Abend wieder bei 100%. Das heißt, ich habe jetzt leider nur diese verhauten 2 Tries gehabt. Und die kommen leider nicht weg. Ah, shit. Ja. Blöd.
dass ich gestern nicht aufgepasst, aber nicht gelesen habe. Ja. Habe ich Pech gehabt. Okay, hilft nichts, dann müssen wir halt eine Woche warten. So, nachdem wir es gesehen haben, wie es nicht geht, wird jetzt einmal gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und zwar sehen wir da einen Tank dabei und natürlich den Druiden als Heiler wegen dem Buff und quasi den Debuff. Und ja. Und eigentlich haben alle Slowdown-Runen drauf, außer der Pumpkin Duke. Ist eh klar, damit er schneller zum Stacken kommt. Und da sieht man eben, was passiert, wenn er sofort stackt. Der bewegt sich halt noch kaum, also wirklich, wirklich wenig. Und kriegt halt richtig, richtig viel Schaden. Natürlich, man weiß es ja, es ist 500.000 ist das Cap. Wenn man da jetzt dann sagen würde, ich tausche jetzt einen aus und nehme die Succubus mit. Der Succubus fetzt immer 500.000 raus, wenn sie prockt. Ja, müsste man probieren, beziehungsweise man muss es gar nicht probieren, sondern der Serverbeste macht es mit der Succubus und macht, so wie letzte Woche, wieder 2 Milliarden Schaden, was scheinbar ja auch das Cap ist. Also mehr geht wohl nicht, das ist dann schon fertig. Dann ist der Dämon wahrscheinlich tot oder keine Ahnung, was halt mit dem passiert. Aber man sieht da, dass er relativ wenig, also nur beim Anfang war, glaube ich, kurz eine Bombe da, aber sonst ist eigentlich nichts an Bomben da. Hat schön hochgestackt, also der SK, der haut ja richtig schnell raus. Das heißt, wenn man jetzt dann hochrennt und sagt, okay, 5 bzw. 4 haben eine Rune drin mit Slowdown und die Sirene nicht, weil die hat es ja von Haus aus. Und du hast eine 25%ige Chance, heißt das ja eigentlich, dass ja jeder Schlag trifft. Und je nachdem, was er halt jetzt drauf hat, aber unter 3, unter Slowdown Rune 3 würde ich sagen, geht da mal gar nichts. Oder wenig, schwer, je nachdem, wie man es halt sehen will. Und da kommt er einfach nicht zum Brocken. Das Einzige, wenn man ihn so weit hat, dass man da durchgehend so langsam kriegt, dass er sich in Zeitlupe bewegt, ist eigentlich nur noch das Problem, wie schaffe ich es, dass ich 500.000, also den Schadenscap erreiche. Und der Serverbeste, der macht das ja mit der Succubus. Was er sonst noch für Helden drin hat, weiß ich jetzt nicht, aber eigentlich die Sirene ist drin, Druide ist drin, also eigentlich so ziemlich alles die gleichen Sachen. So, jetzt habt ihr gesehen, wie es geht und einmal wie es nicht geht, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und hinterlasst mir ein Like und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Tschüss.